Liebe Schachfreunde, heute geht es um eine ziemlich coole Falle gegen die skandinavische Öffnung, die ich auch sehr gerne spiele als Schwarzer. Das Ganze beginnt mit dem ganz normalen Zug E4 und skandinavisch bedeutet, dass man mit D5 antwortet und wer skandinavisch spielt, möchte gerne, dass dieser Bauer geschlagen wird, was auch keineswegs falsch ist. Also wenn Weiß jetzt diesen Bauern schlägt, dann kann entweder Schwarz, das wäre das Normale mit der Dame wieder schlagen, aber ich spiele in der Regel diese Variante mit dem Springer, warte also mit dem Schlagen und das gibt dem Weißen die Möglichkeit, den Bauern zu verteidigen. Aber das ist die Absicht dahinter und jetzt kann der Schwarze entweder das sogenannte Island-Gambit spielen und Weiß kann nochmal einen Bauern schlagen. Dafür kommt Schwarz jetzt aber relativ schnell mit seinen Figuren ins Spiel, hat also einen Bauern gegeben. Und dafür starken Entwicklungsvorteil. Der schwarze Läufer ist frei, zwei Figuren im Spiel und der Weiße hat eigentlich nur einen Bauern entwickelt. Und das kann sehr gefährlich werden für den Weißen. Alternativ kann Schwarz auch in dieser Situation diesen Bauern vorspielen. Und wenn Weiß den schlägt, kommt eben der Springer raus und wieder hat Schwarz Entwicklungsvorteil. Das ist sogar die solidere Variante, die ich darum als Schwarzer auch bevorzuge. Und Weiß muss sehen, dass er diesen Entwicklungsvorteil irgendwie aufholt, denn sonst wird er trotz seines Mehrbauern ganz schnell in große Bedrängnis kommen. Aber in dem Spiel, um das es hier geht und die Falle, um die es hier geht, kam es ganz anders, denn wahrscheinlich, um solchen Gefahren auszuweichen, hat mein Gegner als Weißer den Bauern einfach vorgesetzt, wahrscheinlich in der Absicht, in die französische Eröffnung überzuleiten. Das könnte man als Schwarzer auch akzeptieren. Dann hätte ich zum Beispiel so spielen können. Weiß würde dann wahrscheinlich diesen Bauern vorsetzen. Dann spielt man als Schwarzer diesen Bauern und Weiß spielt diesen Bauern, hat hier eine schöne Bauernkette. Und der Nachteil dieser französischen Eröffnung für Schwarz ist allerdings, dass der schwarzfeldrige Läufer, Entschuldigung, der weißfeldrige Läufer des Schwarzen hier eingesperrt ist. Und darum spiele ich das eigentlich nicht so gerne als Schwarzer, obwohl das eine völlig solide Eröffnung ist. Aber mein Fall ist das nicht. Und darum habe ich auf diesen Zug, den mein Gegner hier gemacht hat, nämlich den Bauern einfach vorzusetzen. Na, was macht er denn hier? So, mal gucken, ob es jetzt klappt. Neue Variante. Ja. Habe ich stattdessen C5 gespielt, was der Computer auch empfiehlt. So, mein Gegner hat seinen Springer entwickelt und jetzt habe ich die Gelegenheit genutzt und meinen Läufer ins Spiel gebracht, um anschließend dann erst den Bauern auf E6 vorzuspielen. Das war jedenfalls mein Plan. Und der Springer ist hier gefesselt, sieht ganz gut aus für Schwarz, aber jetzt beginnt die Falle, die der Weiße stellt. Und er spielt hier C3. Man ist ganz in französischen Gedankengängen und vermutet natürlich, das liegt ja auch nahe, dass er C3 gespielt hat, um jetzt diesen Bauern, auf den Damenbauern auf D4 vorzuspielen und diese schöne Bauernkette zu bekommen. Also habe ich mir gar nichts dabei gedacht und meinerseits jetzt praktisch französisch weitergespielt und da habe ich schon den dicken Patzer begangen. Ich muss dazu sagen, das hat mein Gegner gar nicht beabsichtigt und auch nicht gesehen, aber er hätte hier den Sack schon zumachen können und zwar mit dem Zug Dame A4 Schach. Mein König steht im Schach. Gleichzeitig ist der Läufer angegriffen und weil ich diesen Bauern vorgesetzt habe hier, kann der Läufer auch nicht zurück, um das Schach abzudecken. Ich müsste jetzt zum Beispiel den Springer dazwischen setzen und Weiß gewinnt einen Läufer für nichts und damit wäre das Spiel praktisch schon beendet. Also nochmal zum Mitschreiben, wenn skandinavisch kommt und man will diese Abtauschvariante vermeiden, dann spielt man einfach den Bauern hier vor. Und wenn Schwarz daraufhin mit C5 antwortet, kann man einen ganz normalen Entwicklungszug machen. Und wenn Schwarz jetzt mit dem Läufer den Springer fesselt, spielt man diesen tückischen Zug C3. Und wartet auf den Fehler des Schwarzen, den, wie gesagt, ich auch tatsächlich gemacht habe. Ja, und dann ist es schon passiert, dann kommt die Dame. Und das Spiel ist praktisch schon gelaufen. Was sollte denn nun Schwarz richtigerweise tun in dieser Stellung? Nun zum Beispiel einfach selber einen Springer entwickeln.
Jetzt ist hier die Linie zum König unterbrochen. Die weiße Falle würde nicht mehr funktionieren. Weiß könnte jetzt zum Beispiel spielen, das wäre wahrscheinlich sogar der beste Zug, selber den Läufer, in diesem Falle auf B5 und den Springer fesseln. Jetzt besteht die Gefahr, wenn der Läufer den Springer schlägt, dass Schwarz hier einen Doppelbauern bekommt. Wenn er das nicht möchte, dann kann er die Dame hierhin spielen. Und wenn jetzt der Läufer schlägt, schlägt eben die Dame zurück. Die Bauernstruktur bleibt intakt. Und jetzt muss man allerdings als Weißer aufpassen in einer solchen Stellung. Jetzt darf man nämlich seinerseits nicht in eine Falle laufen, wenn man jetzt nämlich den ursprünglich mal geplanten Zug D4 spielt, um diese schöne Bauernstruktur hier zu erhalten, diese Bauernkette, dann ist man selber in eine Falle getappt. Denn jetzt kann Schwarz den Springer schlagen. Mit dem Bauern möchte man sich ja nicht zurückschlagen, denn dann hat man selber einen doofen Doppelbauern und die Rochademöglichkeit zum Königsflügel ist kaputt, also muss mit der Dame genommen werden. Aber jetzt kann Schwarz gefahrlos diesen Bauern schlagen. Ein Zurückschlagen ist jedenfalls sofort nicht möglich, denn wenn Weiß das machen würde, dann hängt hier unten der Läufer. Die Dame nimmt den Läufer mit Schach sogar und in diesem Falle würde Schwarz das Spiel gewinnen. Und darum darf man diesen Fehler dann als Weißer keinesfalls machen. Also auf keinen Fall D4 in dieser Situation spielen. Besser ist es zum Beispiel einfach zu rochieren. Dann ist die Gefahr nicht mehr da. Denn wenn jetzt, nehmen wir mal an, Schwarz spielt jetzt hier seinen Zug E6. Und jetzt kann Weiß die Bauernkette schließen, denn jetzt funktioniert das nicht mehr. Wenn Schwarz schlägt, nimmt man einfach zurück. Und wenn Schwarz diesen Bauern schlägt, kann man auch einfach zurücknehmen. Und der Läufer ist jetzt nicht mehr schlagbar, weil ja der Turm den Läufer deckt. Und diese Stellung wäre wahrscheinlich ausgeglichen für beide Seiten. Auf jeden Fall wäre keiner in irgendeine Falle gelaufen. Also auch das nochmal zum Mitschreiben. Wenn sowas kommt und man entschließt sich, diesen Tausch hier zu machen, höllisch aufpassen, bevor man rochiert ist, gilt ja grundsätzlich nicht irgendwelche Leistungszüge, denn ganz schnell zack, zack, zack und schon ist man mindestens einen Bauern los und wenn man nicht gut aufpasst, noch viel mehr und verliert sogar dieses Spiel. Ja, soweit zu diesen beiden Fallen, einmal für Schwarz und einmal für Weiß in der skandinavischen Vorstoßvariante. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.